Na dann, hallo, kleiner Junge. Hallo, Kleiner. Freund oder Feind? Freund? Wenn du ein Feind bist, würdest du das wahrscheinlich auch sagen. Ich bin Betze, Gentleman, Abenteurer und Erforscher des Unbekannten. Nenne dein Anliegen. Ist das dein Phosphos? Ja, es heißt Foss. Ich habe ihn gerettet. Ach ja? Wie denn das? Er war gefangen auf dem höchsten Turm von Asposien. Ist der höchste Turm von Asposien nicht der Leuchtturm, der nicht mehr leuchtet? Ja, ich erinnere mich, wie Conroy mir erzählt hat, dass jemand das Phosphos aus dem Turm gestohlen hat. Nicht gestohlen, befreit! Oh. Warum hast du denn nicht einfach ein anderes Haustier? Wie zum Beispiel eine kleine, flauschige Wollmaus? Ich hatte mal ganz viele Wollmäuse, aber die sind immer durch die Gegend geflogen. Oh, sie sind dir davongeweht? Wollten sie, aber das konnte ich verhindern. Ach so, und wie hast du das gemacht? Ich habe sie auf den Boden getackert. Oh. Dann sind sie da geblieben. Oh. Ja, dann hatte ich zwei Spindelraupen. Die sind aber auch immer weggekommen. Oh nein. Aha. Da habe ich sie festgetackert. Oh. Festgetackert. Und dann hatte ich einen Wulluf. Oh nein. Der wollte aber auch nicht da bleiben. Bitte rede nicht weiter. Ja, Mama hat gesagt, ich soll mich von Tieren fernhalten. Ja. Und von Tackern. Ja. Der beste Dialog im ganzen Spiel. Festgetackert. Phosphos sind mittlerweile ziemlich selten. Ja, ich weiß. Darum war es auch so schwer, an das hier ranzukommen. Aha. Noch mehr über Phosphos. Hast du schon mal überlegt, dir ein anderes Tier als ein Phosphos zu nehmen? Okay, das hat man wohl schon. Zum Beispiel? Naja, vielleicht eines, das nicht so leicht, kaputt geht. Zum Beispiel ein Ziegelstein. Nee, das hat man noch nicht. Okay, ein Topf, den er auf dem Kopf hat. Das ist ein schöner Topf, den du da hast. Hast du gerade Topf gesagt? Dieser Helm hat mir schon unzählige Male das Leben gerettet. Zum Beispiel, als ich die Wurzeltrolle abwehren musste. Aha, und wie hast du das gemacht? Feuer! Du meinst doch nicht den großen Brand vor 2 Jahren? Die Wurzeltrolle hätten sonst ganz Asposien vernichtet. Und die Überschwemmung hat doch das Feuer gelöscht. Warst du das etwa auch? Wenn du fragst, ob ich damit allen das Leben gerettet habe, so lautet die Antwort: Ja! Oh je. Ein Kautscher, Junge. Dass du so viel Fantasie hast. Aber glaubst du nicht, dass deine Mama ihren Topf vermisst? Das ist ein Helm aus Staluminium. Ich weiß noch, wie ich damit die sagenumwobene Schrofarmee der Schrofe zurück in den Wurzelwald getrieben habe. Weiß eigentlich deine Mama, dass du hier ganz alleine spielst? Ja, sie hat gesagt, wenn ich will, darf ich sogar draußen schlafen. Das ist, verständlich. Ist der Helm auch kugelsicher? Leider nicht. Ich hab's ausprobiert. Wie denn das? Darüber darf ich bis zur Verhandlung nicht reden. Ach, so Schande. Was hast du denn da für eine Karte? Das ist meine Schatzkarte. Sie führt mich zum Schatz der Basilien. Na, das klingt ja super. Wo ist denn dieser Schatz? Hier steht, dass er irgendwo im Wurzelwald versteckt ist. Oh, am gefährlichsten Ort in ganz Asposien? Natürlich, wo bisher sonst? Bisher ist niemand lebend aus dem Wald zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Ich war da mal mit einem Nachbarsjungen auf Schrofjagd. Ich hab ihn dann da angebunden. Der ist auch nie wieder aufgetaucht. Oh. Ja, aber meine Mama hat gesagt, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Oh Mann. Schatz der Basilien. Was ist denn der Schatz der Basilien? Der Schatz der Basilien ist so unglaublich geheim, dass niemand weiß, wie er aussieht.
aber höchstwahrscheinlich ist er in einer Kiste. Und was genau haben die Basilen in diese Kiste reingetan? Ihre Augen! Igitt, was willst du denn damit? Keine Ahnung, ich werde mal versuchen, sie kaputt zu machen. Augen in einer Kiste. Immer alles kaputt machen und immer das zerstören. Ja. Du suchst also die Augen dieser Junge. Ja, wie oft denn noch? Wenn ich diese Steine hätte, könnte ich die Feinde Aspasiens versteinern. Wer sind denn die Feinde Aspasiens? Ha, das könnte potenziell jeder sein. Absolut jeder. Also wirst du auch nur die in einen Stein verwandeln? Ja. Bist du sicher, dass das eine Schatzkarte ist? Klingt sehr schön. Für mich sieht es ein wenig aus wie ein Strickmuster. Ich bitte dich, sehe ich aus, als könnte ich eine Schatzkarte nicht von einem Strickmuster unterscheiden? Nein, ja, also schon, aber genau ich so siehst du aus. Hör mal, ich werde dir jetzt sagen, was ich meiner Mama schon gesagt habe und dem Richter und auch dem Onkel, der mit mir über meine Träume reden wollte. Wenn ich sage, dass es echt ist, dann ist es echt! Oh Mann, dieser Junge. Kann ich deine Schatzkarte nicht mal kurz anschauen? Nein, ich muss doch die Augen der Basilen finden. Okay, ich glaube, wir lassen den mal am besten in Ruhe. Viel Spaß noch bei deinem Spiel. Welches Spiel? Okay. Okay, was können wir jetzt hier noch untersuchen? Der Gehstock und den versteinerten Aspasia. Ein zerstörtes Haus. Oh, ein Gehstock. Er ist aus Stein. Kein Wunder, dass der alte Aspasia nicht entkommen ist. Tja. Ich sollte ihn lieber an mich nehmen, bevor ihn noch jemand klaut. Ein Gehstock. Was er wohl getan hat, um den Zorn der Basilien auf sich zu ziehen? Wer weiß. Wer weiß. Lieber nicht. Nachher werfe ich ihn noch um. Man denke nur an den Vorfall vor 10 Jahren. Die Gelehrten bezeichnen ihn bis heute als den Domino-Tag. Sehr schön. Der Domino-Day. Also entweder hat hier ein Basilienangriff stattgefunden, oder irgendwer hat ein Haus ohne Dach gebaut. Tja. Was soll ich denn mit einem Haus ohne Dach? Okay, gehen wir zum Hinterhof. Waren wir da schon? Ah ja, natürlich waren wir dort. Der kam vorher. Ne, nicht in die Bar. Wir wollen mal dort runter gehen zum Windbrunnenplatz. Und wir schauen noch mal hier nach. Ne, da geht's nicht lang. Also runter zum Windbrunnenplatz. Schauen wir mal, was es dort zu sehen gibt. Oh. Arme. Meine Güte. Sind das Arme, die da aus dem Fenster hängen? Ich hoffe, derjenige, dem sie gehören, hängt noch dran. Das sieht so aus. Sieht ganz danach aus. Hallo da oben. Könnt ihr mich hören? Wer ist da? Freund? Feind? Fan? Freund? Glaube ich. Ach, wie nett, mal wieder Besuch zu bekommen. Aha, du bist eingesperrt. Wieso das denn? Warum seid ihr denn im Gefängnis? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich war der berühmteste Schneider Aspasiens. Doch meine Gewänder wurden den Windgöttern zu provokativ. Sie haben die Stadt angegriffen. Aha, den Windgöttern also. Zu meiner eigenen Sicherheit eingesperrt. Gegen meinen Willen. Eigentlich ist die Geschichte doch nicht so lang. Ihr müsst der beste Schneider von Aspasien sein. Oh, ich bin auch nur eine kleine Masche im unendlichen Schal der Geschichte. Den Windgöttern war es zu viel. Euer Beruf ist also Schneider. Oh, mein Freund, es ist sehr viel mehr als das. Es ist eine Berufung.
Die Nadeln wirken als mentale Verlängerung meiner Arme. Du musst eins werden mit dem Stoff. Das Material muss durch dich fließen. Also, du bist Schneider. Ja. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das Stricken vermisse. Aha. Er vermisst das Stricken. Vielleicht können wir uns ein Näbchen machen. Wenn ihr das Stricken so sehr vermisst, kann ich euch vielleicht helfen. Ja? Kannst du mich herausholen? Oh Gott, seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Eigentlich meinte ich eher, du könntest etwas für mich stricken? Ich meine, wenn du es doch so sehr vermisst und alles. Oh, ja, sicher. Das ist auch sehr, ja. Was soll ich denn für dich stricken? Ja. Ein Leibchen. Also, nur wenn du willst. Holst du mich dann hier raus? Ich weiß, Conroy hat mich hier zu meiner eigenen Sicherheit untergebracht. Aber lieber bin ich versteinert, als doch einen Tag länger in dieser Zelle. Also, ich kann ja mal gucken, was ich tun kann. Toll, okay. Also, dann brauche ich ein Strickmuster, Nadel natürlich und was für ein Stoff soll's denn sein? Erdbeergarn wäre prima. Oh ja, damit kenne ich mich aus. Erdbeergarn hatte ich früher, als ich noch, naja, frei war. Aber ich kann euch wirklich nichts versprechen. Schon okay. Das ist das meiste an Hoffnung, das ich seit langer Zeit hatte. Das, ist wirklich tragisch. Aber um nochmal kurz auf das Leibchen zurückzukommen... Fühl dich frei. Frag einfach, was du wissen willst. Okay, ja, wir brauchen Faden. Also Erdbeergarn. Nadeln brauchen wir. Und das Muster. Als Schatzkarte. Das Leibchen soll aus Erdbeergarn sein. Oh, ich erinnere mich noch gut an diesen Stoff. Ich habe die modischen Kutten der drei Windmönche entworfen. Die wurden natürlich aus edelstem Erdbeergarn geschneidert. Der Stoff ist aber extrem selten und sehr teuer. Das Baby besteht drauf. Ich schätze, dann muss ich mir was einfallen lassen. Vielleicht können wir den Mönch seine Kutte ausziehen. Den Mönch in der Bar. Nur so eine Idee. Wie wir das schaffen, ist die andere Frage. Wo kommt das Erdbeergarn her? Es ist das heilige Material. Nur ja. Die Roben der Windmönche dürfen daraus bestehen. Das wäre eine Idee. In der Bar sitzt ja einer. Den könnten wir vielleicht irgendwie, ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie seine Robe abknüpfen. Braucht ihr unbedingt Nadeln zum Stricken? Ja, nämlich altmodisch, aber ohne Nadeln kein Strickwerk. Tja, geht auch ein Stock. Wo sind denn eure Nadeln? Ach, keine Ahnung. Stricken ist eine Leidenschaft, verstehst du? Im Eifer des Geflechts sind mir schon so manche Dinge abhanden gekommen. Aha, und das Muster. Wo soll ich nur ein Strickmuster herbekommen? Lass dir was einfallen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst in aller Ruhe das Muster und ich warte hier. Aha. Wo bekomme ich nur so ein Muster her? Es gab ein Strickmuster. Wo bekommen wir das wohl her? Sturmallee. Aber das hat dicht gemacht. Das hilft mir doch nicht weiter. Tja, lass dir was einfallen. Okay. Wir kommen später wieder. Und wir reden aber nochmal darüber. Wie kommt es denn, dass ihr Schneider geworden seid? Ihr seht aus, als könntet ihr mit diesen Armen Ambosse werfen. Ach, du klingst schon wie meine lieben Eltern. Die wollten immer, dass ich Türsteher werde. Aber ich habe früh die Liebe zum Garn entdeckt. Dann welche Eltern wollen denn, dass das Kind Türsteher wird? Von da aus war es kein weiter Weg mehr zu härterem Stoff. Mit 14 zum ersten Mal geklöppelt. Was soll ich sagen? Mein Vater hat mich später mit Häkelnadeln erwischt und mich vor die Tür gesetzt. Dann habe ich ein paar Jahre auf der Straße gestrickt, bevor ein reicher Wollmagnat mich aufgelesen hat. Das ist ja faszinierend. Ach, ich weine eher wie tausend andere. Der Wollmagnat hat mein Talent entdeckt und mich den richtigen Leuten vorgestellt. Dann ging's steil bergauf. Wow, toll, wie weit du es geschafft hast. Ja, jetzt bin ich hier. Im Knast. Ach ja, wegen dem Leibchen. Ja, es wird bestimmt ganz toll aussehen.
Ich habe leider noch nicht alles zusammen. Frag mich alles, was du willst. Ach so, das ist die Sache. Ihr habt als Schneider bestimmt schon viel, erlebt? Oh ja. Ich erinnere mich noch an große Modenschauen, traumhafte Gewänder, Kreuzmuster. Ich habe Trends gesetzt. Ich war eine Ikone. Alles, was es hier gibt, sind Lumpen in verschiedenen Grauabstufungen. Grässlich. Aha, okay. Okay, ich gehe dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja. Ich glaube, wir haben genug geredet mit ihm erstmal. Ja, da geht's runter, da geht's hinauf. Oha, der Windbrunnen, der Eingang. Hier haben wir ein Syndomat, ein Ausgabefach. Können wir hinein? Aha. Ein Flugblatt. Conroy Rät Nummer 2445. Umsichtiges Verhalten im Falle eines Basilenangriffs, oder? Versteinert. Was nun? Ach, das kenne ich schon auswendig.